So. Wir begeben uns weiter nach rechts. Diesmal in den rechten Flügel, wie gesagt, des Regierungssitzes, nenne ich es einfach mal freundlich. Wie schön, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, das finde ich aber auch, dass du mich so nett findest. Wie war das? F11? Mit F12 habe ich irgendwas gemacht. Wahrscheinlich ein Screenshot. F10? Ja, F10 kriege ich mein, bekomme ich mein Interface wieder zurück. Alles gut. Ah ja, hier haben wir offenbar die Schlafgelegenheiten der Belegschaft mit ein paar unverschlossenen Truhen. 3 Stück an der Zahl. Wenn sich dieser Herr jetzt wegbegeben würde, hätte ich kein Problem damit. Ja, stimmt etwas nicht? Ja, und zwar, dass du hier... Ach, eine unverschlossene Tür, wie günstig. Dass du hier dumm rumstehst. Ich drücke jetzt mal F7. Guck mal wieder, wer sich verhält, wenn ich jetzt mal kurz unauffällig diese Truhe hier... Ah ja, nichts drin. Ah, das ist ja hervorragend. Lauter reiche Bedienstete, aber gut, wenn die Herrschaften schon so wenig haben, dann werden auch die Bediensteten nicht viel haben. Gehen wir doch mal hier rein, unauffällig in den Thronsaal. Tag, König, was geht? Wer seid ihr? Ihr seid einfach nur irgendwelche lustigen Wachen. Hier ist irgendein Fass. Was gibt's hier noch? Nichts und hier nichts. Ja gut, dann gehen wir einmal zu dir. Menschenadliger. Ich fühle mich geehrt, dass uns jemand eurer edlen Herkunft mit seiner Anwesenheit beehrt. Also höchst wollte ich mir noch nie empfangen, glaube ich. Okay, was ist mit eurem Land geschehen? Ja, soll man vielleicht gleich so anfangen, so rauspusauen. Könnte ich euch vielleicht irgendwie helfen? Ich benötige einen Kurier. Es scheint in Black Root einen unserer entfernten Provinzen irgendwelche Probleme zu geben. Ich könnte jemanden brauchen, der dort nach dem Rechten sieht. Okay, welcher Art ist dieses Problem? Vor 2 Jahren gab mir Black Root zu verstehen, dass die Stadt die Steuer nicht mehr aufbringen könnte. Ihre Ernte war ausgeblieben. Seitdem habe ich nichts mehr von dort gehört. Ich brauche jemanden, der dort Nachforschung einstellt und mir bringt, was mir zusteht. 5 Goldbarren müssten es sein. Könnten Sie eure Majestät eventuell verraten haben? Niemals! Das sind meine treuen Untertanen. Wärt ihr an solchen Unternehmen interessiert? Okay, aber was kann ich für meine Mühen denn erwarten? Wenn ihr es schafft, mir meine Steuern zurückzubringen, könnt ihr euch der Summe von 200 Münzen und natürlich meines ewigen Danks sicher sein. Okay, dann sag ich mal, ist erledigt schon. Kann ich noch mit dir sprechen nochmal? Wunderbar, seid zurückgekehrt. Achso, die Aufgabe ist noch nicht ganz erfüllt. Beeilt euch bitte. Ich möchte diese Angelegenheit so schnell es geht erledigen. Oh, vielleicht interessiert es euch, dass sich Black Root mit Terran verbündet hat. Soll ich das erzählen? Ach, mach einfach mal. Von diesem Gerücht habe ich auch schon gehört. Glücklicherweise würden mir meine Untertanen niemals untreu werden. Da sind tarantinische Wachen stationiert. Ihr habt mir vielleicht nicht richtig zugehört. Meine Untertanen würden so etwas niemals tun. Sprecht nicht mehr davon. Seid ihr wahnsinnig? Nee, das, ja, er ist offensichtlich wahnsinnig. Daher, beschließe ich einfach mal zu gehen. Ganz offensichtlich ist der Mann wirklich nicht mehr Herr seiner Sinne. Und möchte tatsächlich, dass wir in Black Root nochmal irgendwie 5 Goldbarren eintreiben. Ich wage zu bezweifeln, dass wir das irgendwie hinbekommen werden, weil auch Black Root sah nicht mehr ganz so fit aus, sag ich mal. Also nicht ganz so reich. Und ich wüsste im Leben nicht, wo ich da 5 Goldbarren hernehmen sollte oder wer mir das bezahlen sollte. Die sind doch alle relativ arm. Aber okay, ich gehe mal dahin und sag's dem Bürgermeister oder so. Vielleicht freut er sich ja oder lacht darüber oder irgendwas davon. So. Hier wollten wir nochmal hingehen. Zu dieser lustigen Arena. Durchgang, den wir nicht betreten können. Hier unten ist ein Käfig. Hier war ich, glaube ich, noch nie drin. Wer bist du? Eine Menschenwache, die gerade von mir wegläuft. Hallo, Sia, darf ich euch ein paar Fragen stellen? Ja. Wer hat hier das Sagen? Er scheint nicht gerade eine hohe Meinung von ihm zu haben. Von wem? Erstmal, wer hat hier das Sagen? Das dürfte Garrick Stout sein, mit spöttischem Unterton. Oder besser, Sir Garrick Stout, wer unbedingt genannt werden will. Okay, er scheint nicht irgendwie eine hohe Meinung von ihm zu haben. Die Option war schon zu früh da. Dann bin ich nicht der Einzige. Dieser aufgeblasene Rohling ist bei vielen nicht besonders gut angesehen. Sieht dich argwöhnlich an. Das habt ihr natürlich von mir. Ja, ist okay. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Was für eine Ausbildung kannst du mir da geben? Ausweichen, Nahkampf, Werfen, Fallen erkennen. Interessant. Ich habe es aber überlegt und möchte nichts davon. Momentan zumindest nicht. Ich möchte lieber mit diesen hervorragenden Menschenwachen sprechen, die hier gerade unauffällig rumstehen. Wie schön, euch kennenzulernen. Und du bist... Ja, gibt's ein Problem? Hallo, darf ich fragen, was das hier für ein Ding ist? Das sind die berühmten Gruben von Dernholm. Hier endet man, wenn man sich in Dernholm mit der falschen Seite des Gesetzes einlässt. Darf ich eintreten? Bin ich blöd? Na, ich sag's trotzdem mal. Ha!
Ihr erlaubt euch entweder einen Scherz mit mir oder ihr seid komplett verrückt. Niemand, der die Gruben betritt, kommt jemals lebend wieder heraus. Wir stoßen in die schlimmsten Schurken der Gesellschaft dort hinein und werfen dann den Schlüssel weg. Ich mein's absolut arsch. Ich muss in die Gruben. Muss ich tatsächlich gerade nicht, aber vielleicht führt mich irgendwann mein Auftrag mal da rein. Das klingt gerade so ein bisschen so, als wäre es der Fall. Und hier kommt man also irgendwie in die Gruben von Dernholm. Okay, das klingt ja sehr martialisch. Wer weiß, was wir hier machen sollen. Erinnert mich sehr, sehr stark an, an Riddick natürlich, ganz klar. Okay, dann dürfen wir Dernholm im Großen und Ganzen abgegrast haben, was es so an coolen Ereignissen hier gibt. Was heißt, ich würde mich ganz gerne mal aus der Stadt entfernen und einige andere Dinge machen, die es noch zu machen gilt. Gut, die maximale Anzahl der Wegpunkte ist erreicht, ist ja okay, aber wir sind dann auch da kurz vor der Weltkarte, das ist kein großes Problem. So, gehen wir mal raus aus Dernholm. Wir könnten eigentlich noch mal ganz kurz zurückgehen zu nach Blackroot und irgendwie rausfinden, was die Leute denn so sagen, wenn ich ihnen berichte, dass der König 5 Goldbarren möchte. Natürlich werde ich vorher speichern, wahrscheinlich werden sie wieder 500 Goldmützen abknöpfen. Durch ihre lustigen Glücksspielerei. Verkommenes Nest. Aber mal sehen. Vielleicht irre ich mich ja auch. Vielleicht ist einfach alles unbescholtene, ehrliche Bürger. Nein, das glaube ich nicht. So, komm an. Ja, wir kommen an. Wundervoll. Hier irgendwie müsste er wahrscheinlich bei diesem Stein ist die Weltkarte. Wundervoll. Ich drücke F7. Und guck mal, wo bin ich denn hier? Uraltes Labyrinth, Wolfshöhle, Liams Werkstatt. Wir machen gleich noch einen Abstecher in Liams Werkstatt, warum nicht? Kann man noch eine Runde pennen. Und wahrscheinlich werden wir vorher noch irgendwelchen Gesinde begegnen. Tierischen Gesinde vielleicht auch. An der Wolfshöhle vorbei, alles gut, alle leben noch. Ja, und auch hier ist alles gut, interessant, interessant. Dann würde ich mich mal kurz hier zur nächtlichen Ruhe begeben. Zack. Apropos, jetzt wo ich durch die Wildnis laufe, muss ich ja ehrlich gesagt nicht mehr meinen feinen Anzug tragen, der wird noch ganz schmutzig, sondern kann natürlich auch meine Rüstung tragen. Zack. Hier. Ich würde gern bis zum Morgen schlafen. Irgendwelche Dinge greifen mich an. Ah, Wölfe. Ja. Ja. Gut. Läuft. Der andere Wölfe steht günstigerweise gleich neben mir. Kritischer Schaden. Cool. Ja, mit dem neuen Schwert läuft es eigentlich ganz gut, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich kaum Schaden litten, alles ist gut. Wenn ich aber schon mal hier bin, möchte ich etwas machen. Und zwar beginne ich langsam mal mit meinem ganzen Inventar mal ein bisschen zu entrümpeln. Und ich habe mich tatsächlich mal etwas belesen. Und tatsächlich soll Liams Werkstatt, also wenn ich jetzt... Ich hasse diese Truhe. Ich muss also nochmal diese Truhe irgendwie knacken. Tatsächlich soll, soll diese Truhe relativ unangetastet bleiben. Allgemein soll alle Truhen unangetastet in Arcanum bleiben, bis auf Mülleimer. Das heißt, wenn man etwas in den Mülleimer tut oder auf den Boden legt, ist es nach einigen Stunden weg. Wenn man es auf den Boden legt, ist es nach kürzester Zeit weg. Aber wenn man irgendwas in Truhen legt, dann gibt es auch keine Probleme. Das heißt, ich werde mir hier in Liams Werkstatt alle möglichen technischen Dinge zurechtlegen. Alle möglichen Dinge, die es halt, was ich zum Fertigen von irgendwelchen Gerätschaften nützlich sein könnten oder die ich einfach nicht ganz identifizieren kann. Das halte ich für sinnvoll. Und in Tarant werde ich mir ein weiteres Lager anlegen. Irgendwo da, wo ich halt eine freie Kiste finde für irgendwelche anderen Krimskrams, die ich vielleicht wieder noch gebrauchen kann. Zunächst einmal muss ich allerdings erstmal dieses Knacken hier reparieren, schleichen, Taschendiebstahl, Fallen entschärfen. Gut, dass alles davon nicht das Richtige ist. Ah ne, das ist ein Schlüsselbund. Dietrich, genau. Das Schloss wurde geknackt. Okay. So, was ist dann hier so... Wir haben eine magische Falle. Die magische Falle werden wir gleich gebrauchen, deswegen behalte ich sie mal noch hier. Haben wir noch irgendwas weiteres Technisches hier drin? Metallplatten. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen, deswegen lege ich sie mal hier rein. Dieser... Nein, 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 nein. Wir haben ja auch so einen komischen Schienennagel. Den kann man, glaube ich, für eine Stachelfalle verwenden. Okay, was ist das? Ach ja, die Kekse, genau. Dann sprecht doch mal die anderen Leute. Vielleicht haben die noch irgendwas Lustiges dabei. Haben sie garantiert. Ja. Ich würde gern... Dein Kleid will ich nicht haben, aber die Zeitung brauchen wir... Ich brauche nochmal ein Zeitungslager irgendwann. Hier haben wir eine Sprungfeder. Noch so eine kleine Feder. Dann irgendwelche Teile davon. Holzkohle und so kannst du einfach behalten, den ganzen Krimskrams. Das Blümchen kannst du auch behalten. Das sieht bestimmt lustig aus in deinem Haar. Das kommt noch mehr Teile. Was ist das denn? Das ist Revolverteile. Was ist das? Defekte Steinschlosspistole. Okay. Hier haben wir noch so ein Rohr. Okay. Hexenbann. Wie viele Klamotten haben wir eigentlich dabei? So viel brauchen wir noch im Leben nicht. Irgendwelche Metallplatten können wir noch da hinpacken. Wieso?
Ach so. Ach so, warte mal. Dann ordnen wir das neu an. Logil. Gib mir deine Metallplatte zurück. Hier. So, das läuft. Was ist das? Rostsäure. Auch die hätte ich gerne mal rübergebracht. Na komm. Was ist das? Migränemittel. Dieses Migränemittel kann ich wiederum der... dieser Jane geben. Die Rostsäure nehme ich mal mit rüber. Wundervoll, kann ich das schon mal wegpacken. Und zwar hier rein. Rostsäure kommt hier hin. Noch eine lustige Sprungfeder kommt. Habe ich nicht gerade erst reingepackt. Eine Sprungfeder kommt da rein. Noch eine Rostsäure, von der ich auch jetzt immer mehr habe. Die kleine Sprung. Die habe ich doch rübergepackt. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Das Metallrohr, die Metallplatten. Da. Hier habe ich noch eine. Wunderschön. So. Dann rede ich jetzt mit Jane. Hallo, werte Dame. Hier habt ihr komischen alchemistischen Kram. Wundervoll. Virgil hat alles schon. Sehr schön. Du hast definitiv zu viele Anzüge dabei. Von dir könnten wir diesen Nagel nehmen. Oh. Ammoniak. Was will ich denn mit Ammoniak? Ach, die Kamera kann ich auf jeden Fall nehmen. Metallspäne kann ich nehmen. Was ist das? Auspufftopf, der kommt gerade irgendwo vor. Noch mehr Metallspäne. Leider habe ich nicht genügend Platz für Metall. Genau habe ich das. So, dann haben wir noch ein bisschen Erz. Habe ich aber nicht genug Platz für. Kommen wir gleich dazu und packen das erstmal einfach so wahllos hier rein. Ordnen können wir das später mal. Das heißt, ich werde es definitiv nie machen. Und so ein Gleisnagel noch. So, Sock. War noch nicht ganz fertig. Ich hätte gern noch... Das und das sollte es mir gewesen sein. Die Seife kannst du behalten. Und das Ganze kommt weg. Was ist das eigentlich? Magnesium, okay. Zack, 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 zack und zack. Achso, die Revolverteile müssen auch noch weg. So, jetzt müsst ihr eigentlich nur noch mit dem kleinen Magnus sprechen. Der hat einen Dietrich, einen kaputten Dolch, okay. Warte mal, wir haben hier noch Muntermacher, das kann ich eigentlich auch mal der Jane geben. Metallplatten haben wir noch und hier Uhrenteile oder sowas. Ne, große Zahnräder. Schön. Damit bin ich jetzt wahrscheinlich total belastet. So, jetzt bin ich wieder entlastet. Hat man noch irgendwas? Wir haben doch gerade noch was rübergepackt. Ja, genau, so eine Platte haben wir noch. Jetzt ordnen wir das alles nochmal schön an. Und sind wieder gut entlastet. Das gefällt mir sehr. Sprechen wir noch ganz kurz noch mit Jane, da haben wir glaube ich gerade zwei Mittelchen drüber gepackt. Genau, oder das. So, drei und vier. Ach Kinder, die Elektrolytlösung muss auch noch rüber. Aber ganz ehrlich, wir müssen das machen. Irgendwann müssen wir es ja machen. Sonst vergessen wir es die ganze Zeit, obwohl es wahrscheinlich irgendwie zu für Alchemie oder sowas taugt eigentlich nur. So, haben wir es endlich geschafft. Ich drücke jetzt F7. Und mir wurde gesagt, dass der Weg zu dem Portal, der hier in Liams Tagebuch beschrieben wird, irgendwie in der Nähe sein muss. Und es müsste wohl dieser hier unten sein, weil hier anderen kamen wir ja. Gut, dass ich gespeichert habe. Mit etwas Glück erreichen wir das Portal. Mit noch viel mehr Glück können wir das Ganze auch schließen. Mal sehen, was wir hier so finden. Aha. Nichts, nichts und absolut gar nichts bisher. Das muss aber nichts bedeuten. Muss ja nicht mal alles direkt hier in der Hütte sein. Okay. Was bist du denn? Alter! Kleine Echse der Leere! Okay, du machst aber schon ordentlich Schaden. Das muss man dir mal lassen. Halleluja! Dann drücke ich direkt nochmal F7. Diese kleine Echse der Leere ist ja ganz schön garstig gewesen. Wie viel brauche ich eigentlich noch wieder Erfahrung? 3321 bis zum nächsten Mal. Okay, wir sind hier schon ganz richtig offensichtlich. Was ist das denn? Eine, halt mal still. Was? Araya? Araya-Sklave. Level 15. Ich hoffe, ich überlebe das Ganze. Wie war das nochmal? F1... Nee, F2 greifen Dinge und dann Cursor ein. Mach das.
So, jetzt kann ich ein bisschen drauf einhacken. Ich muss ja nicht unbedingt der Fleischspeicher. Ach, du bist doch nicht tot. Alter Schwede. Hast du was dabei? Hast du nicht. Habe ich irgendwie Erfahrung gewonnen daran? Das habe ich tatsächlich. Oh, gar nicht mal so wenig. Immerhin 300 oder so. Das ist aber eine ganz gute Taktik, wenn ich so auf die Entfernung... Alter Schwede, noch so ein großer davon. Wenn ich so auf die Entfernung sehe, ist das ganz okay. Sehr gefährlich hier. Hier ist irgendjemand zu Tode gekommen. Leichner von Liam Cameron. Große Echse der Leere. Level 20. Ich bin so gut wie tot, wenn sie hier rüberkommt. Also lasse ich meine Leute mal angreifen und hoffe das Beste. Nein, jetzt greift die mich an. Mist! Ich drücke auf 8. Da war ich wohl zu langsam. Also nochmal das Ganze. Bevor die mich wittert. Wo ist denn hin? Da ist er. Komm mal her. Komm mal her. Hallo. Würdet ihr... Jetzt. Sehr schön. Komm, stirb, du verdammte Echse der Leere. Oh, auf diese Weise werdet ihr niemanden wissen. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich konnte geheilt werden. Von wem auch immer. Große Echse der Leere ist zu Tode gekommen und hat mir wieder 300 Erfahrungen gebracht, ungefähr. Also 280 oder sowas. Sehr geil. Virgil hat nicht mehr so wahnsinnig viel Leben. Okay. Ich überlege gerade, also ich drücke mal Speichern und gucke mal seine Leiche an. Junge, Junge, eine Axt 1 bis 12. Sehr geil. Und wir haben noch mal eine magische Falle. Vielleicht können wir damit irgendwas Cooles wieder machen. Hierfür müsste ich vielleicht mal umdisponieren. Und meinen lieben Magnus fragen, wie darf ich euch behilflich sein? Du diese Waffe irgendwie haben möchtest. Du hast einen Hammer 1 bis 5. Du möchtest diese Waffe auf jeden Fall haben. Junger Krieger. Sehr geil. Ich speichere nochmal. Ist noch was gestorben? Oder ist vielleicht auch eine Falle? Weiß ich nicht. Und da hinten haben wir... Oh Mann, haben wir viele Viecher da. Das könnte jetzt richtig schlimm werden. Aber ich habe ja gespeichert. Also ich speichere gleich nochmal. Magische Falle. Ich probiere mal diese Falle aufzustellen. Linksklick, rechtsklick. Klappt ja hervorragend. Dann nicht. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter nach links. Alter, zwei von denen und so eine Qualle, das überleben wir doch im Leben nicht. Oh, jetzt kommen sie alle und ich bin tot. Okay, F8. Nochmal geladen. Wir gehen nochmal das... Ach nee, nee. Oh, kann man nicht einfach zu Werkstatt zurückgehen? So. Genau. Hier würde ich kurz mal eine Runde schlafen. Würde mich wieder heilen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir diesen Kampf angehen wollen. Irgendwie, was müssen wir ja mit der Falle machen? Oder mit diesen Fallen. Bis zum Morgen schlafen, damit wir wirklich auch geheilt sein. Vielleicht sind auch wieder Gegner da. Gegner sind nicht da, okay. Und wir begeben uns wieder zurück. Also es ist ja schon ein harter Kampf dann. Vier dieser Gegner sind schon ziemlich fett. Wo ist der Pfad? Hier ist der Pfad. Der Tugend der Gerechtigkeit. Na komm, lauf ruhig ein bisschen schneller, junger Zwerg. Du hast so kurze Beine, was soll man machen? So, so. Kann man vielleicht eine kleine Abkürzung nehmen. So. Schade, dass man auf der Weltkarte halt nicht so, in diesem Fall Wegpunkte setzen kann, was dieses Tor angeht. Aber gut. Können ruhig mal diese Mühen auf uns nehmen. Ist ja kein so großes Thema. So, so. So, hier haben wir den ersten Getöteten. Hier haben wir diese komische Qualle. Araya-Sklave. Gut, dann drücken wir F7. Hier ist der große und Liebesleiche. Nochmal F7. Das heißt, ich das Tor schon höre? Ja. Können wir uns irgendwie von oben nähern oder so? Wir müssen doch diese Falle irgendwie aufstellen können. Kann man zum Beispiel... Moment. Kann man zum Beispiel die Falle direkt auf die Dinger anwenden? Das ist offensichtlich nicht möglich. Gut. Linksklick auf dem Boden klappt nicht. Rechtsklick auf dem Boden klappt auch nicht.
Mache ich irgendwas absurd falsch? Ich muss sie nicht hier drauf packen. Ich muss wahrscheinlich an irgendetwas befestigen. Das ist, glaube ich, so die Sache. Ja, woran soll ich sie bitte festigen? An dem Tor selber? Oh. Das ging dann ganz gut. Habe ich die da hingeworfen oder was? Aber geil! Habe ich mal eben über 3000 Erfahrung oder fast 3000 Befahren bekommen für die nächste Stufe. Wie geil ist das denn gerade? Ich drücke F7, habe das Tor zerschmettert. Geil, hab's glaube ich noch eine magische Falle übrig, oder? Ja, habe ich. Cool. So. Hier ist nichts. Da ist nichts. Eigentlich ist hier nichts, überhaupt nichts. Infernalische Araya. Überall liegen Knochen rum und was weiß ich, was für lustige Gebeine. Okay. Damit haben wir diese Quest mit Sicherheit erfüllt oder höchstwahrscheinlich erfüllt. Gucken wir uns kurz mal das Ganze an. Abgeschlossen. Zerstöre das in Liam Camerons Tagebuch beschriebene Porträt. Okay, wer war eigentlich nochmal seine Mutter? Das würde mich ganz gerne mal interessieren. Durchsuche die Minen, besorge der P-Schüler, finde eine Lösung für das Sabotageproblem mit Bates Fabrik, besorge der Gilbert Bates, bla. Wir hatten doch auch seine Mutter mal irgendwie kennengelernt. Mrs. Cameron möchte, dass du ihren Sohn Liam findest. Die Frage ist nur, wo war Mrs. Cameron? War die in Black Root? Ein Tarant war die auf jeden Fall nicht. Aber egal. Wir haben es geschafft. Wir haben einen weiteren Punkt erhalten. Das freut mich sehr. Das heißt, ich werde kurz wieder F7. Ich werde jetzt einfach mal den richtigen Speicherstand wieder anlegen. C. Zack. Das ist mir sicherer. Und nun begeben wir uns mit W nach Blackroot, wie wir es ursprünglich geplant haben. Während ich nebenbei mal diesen... So. Während ich mal diesen Tipp hier wegstreiche, den ich bekommen habe. Pfad neben Erfinder, bitte. Genau. Sehr schön. Danke für den Tipp. Und weiter geht's. Also gerade, das ist mitten in der Nacht. Nee, es ist abends. Ist auch nicht schlecht. So, ich drücke F7. Und wir müssen wieder Mrs. Cameron finden. Du bist nicht Mrs. Cameron, du bist Danny Holloway und du bist sehr argwöhnisch, okay. Oh, Sia, sehr stark. Achso, ja, ich bin... Da hast du wohl absolut recht, ich bin ja ein Barbar. Wie kann ich denn weniger barbarisch wirken? Indem ich meine Rüstung hier reinpacke, mich kurz ausziehe, direkt vor deinen Augen und dann direkt in meinen sauber gebügelten Anzug steige. Bitte die verdammte Rüstung wieder reinlegen, dankeschön. Hallo, und schon ist meine Reaktion sehr viel besser. Ein Vergnügen, euch hier wiederzusehen. Seid gegrüßt, Mr. Holloway. Dürfte ich wohl einen Augenblick eurer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen? Ja, natürlich, was braucht ihr? Nichts. Eigentlich brauche ich gar nichts. Menschendorfbewohnerin? Hm, ja, darf ich eine Frage stellen? Nein. Menschendorfbewohner? Was gibt's Neues, Freund? Ich genieße hier einfach nur ein Gläschen, ist ja okay. Ich drücke nochmal F7, weil ich ein bisschen Dingens suche. Einen schönen Tag noch. Wer bist du? Und du bist hier wohl die komische, lustige Dame, die ich gerne anheuern würde, weil sie Buchwaffen bedient. Seid gegrüßt, Clarissa. Dürfte ich wohl einen Augenblick eurer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen? Ihr habt meine volle Aufmerksamkeit und das war meine volle Aufmerksamkeit auch schon wieder. Guten Tag. Mrs. Cameron, ich suche sie weiterhin. Und ich werde sie finden, das kann ich garantieren. Wann auch immer das der Fall sein wird, wahrscheinlich irgendwann am Ende des Let's Plays. Du bist nicht Mrs. Cameron, du bist Garrett Armstead. Könnt ihr mir wohl helfen? Ja, ich würde gerne ein Tauschgeschäft haben. Und zwar würde ich gerne... Verkaufst du eigentlich auch die schlechten Dolche? Ich glaube, Markus hat auch einen schlechten Dolch. Ach, hier der Dolch, der hasst das alles magisch ein bisschen, ne? Okay. Und auch du hast Kugeln. Menge 60 Stück. Weißt du was, die kaufe ich gleich mal weg. Alle, so, haben wir das fertig. Muss ich nicht aufschreiben. Ist doch auch ganz nett. Hast du, war das gerade eine magische Falle? Klein Geschäft. Nee, das war bei mir eine magische Falle. Wieso habe ich wieder zwei magische Fallen? Faszinierend. Aber okay. Ach, du hast die Waffe. Du hast eine Jagdflinte und ich glaube, ich brauche meine Jagdflinte für... Habe ich gerade... Wie viel Gold habe ich gerade ausgegeben für diese Münze? Ach so, vier Kugeln, vier Münzen kostet eine Kugel.
Ich ging gerade noch ein bisschen davon aus, dass ich für jede Münze ein Gold bezahle, aber da war ich noch so ein bisschen im Risen-Fieber. Ja. Ich glaube, es war doch so, ich habe kurz mal gespeichert. Wenn ich... Wo sind denn meine coolen Rezepte? Hier, genau. Hier, Schusswaffen. Achso, haha. Ich glaube, wenn ich noch einmal in Feuerwaffen investiere, oder in die Herstellung von Feuerwaffen... So, was reicht nicht? Wahrnehmungswert ist zu niedrig, okay. Dann müsste ich doch theoretisch dann diese komische Flinte dann herstellen können. Das hat ja wohl echt gut funktioniert gerade. Gut, ich drücke nochmal F8, weil es ja super funktioniert hat. F8. Und ich probiere es nochmal. Ach, hier muss ich das machen. So. Repetiergewehr, genau. Braucht einen Jagdflint und eine Revolverkammer. Denn das hätte ich schon ganz gerne. So ein Repetiergewehr. Das könnte mir wahrscheinlich relativ viel... Also dann gebe ich erstmal einfach einen Punkt aus. Kann ich aber nicht, weil erst muss der Intelligenzwert erhöht werden, weil ich ja so unglaublich dumm bin. Das ist ja hart. Mindestens Intelligenzwert. Ah, 11! 11! Oh mein Gott. Ich bin übrigens Waffenspielerassistent 20. Diese Fähigkeit brauche ich offensichtlich, das Ganze zu bauen. Also werde ich mich wohl in dieser Zeit noch auf den edlen Revolver beschränken. Ich habe ja Revolverteile, habe ich ja schon, und ich brauche noch eine Revolverkammer. Gut, dann bleibe ich wohl erstmal dabei. Seid gegrüßt. Grüßt Garrett. Habt ihr zufälligerweise eine Revolverkammer? Nein, habt ihr nicht. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, was ihr noch so habt, weil bei mir könnt ihr mir wohl helfen. Wie konnte ein Halborg-Schmied der Stadt werden? Das werde ich oft gefragt. Ich wurde als Kind ausgesetzt. Mehrere Jahre lang habe ich auf der Straße gelebt und gestohlen oder gefunden, was ich zum Leben brauchte. Ich bin nie lange an einem Ort geblieben, bis ich nach Blackroot kann. Und was war in Blackroot so anders? Gurney, der alte Schmied, hatte keine Kinder, aber er wollte jemanden, der seinen Laden übernimmt, wenn er nicht mehr da wäre. Er erbarmte sich also meiner und machte mich zu seinem Lehrling. Er ließ mich lange, schwere Stunden arbeiten, aber er war ein gerechter Mann. Vor ein paar Jahren ist er gestorben. Ich vermisse ihn noch immer. Ja, ja, Leute sterben nur einmal. So ein Pech aber auch. Ich habe noch eine Frage. Nee, das sage ich nicht. Ziemlich interessante Geschichte. Darf ich euch noch eine Frage stellen? Nee, ich sag mal, oh, ihr hattet kein leichtes Leben. Mein Beileid für euren Verlust. Und schon habe ich 10 Reaktionen mehr. Naja, die meisten Leute erscheren sich einen Dreck um mich, tuscheln darüber, dass ich ein Mischlingsbastard sei und solche Dinge. Manche sagen es mir sogar ins Gesicht. Die Leute, die etwas Nettes zu mir sagen, kann man an einer Hand abzählen. Vielen Dank. Hier, nehmt das. Das ist eine Kleinigkeit, die ich angefertigt habe. Ein Geschenk, weil ihr so freundlich wart. Okay, hey, vielen Dank. Darf ich euch noch eine Frage stellen? Und vor allem, was habe ich gerade bekommen? Hä? Was habe ich gerade bekommen? Okay, jetzt ist die Frage, was davon ist neu? Er hat es gerade hergestellt, sagt er. Die Rüstung hat man schon. Den Dolch hat man auch schon. Ach, hier diese Handschuhe. Zwergische Handschuhe. Wie geil! Rüstungsklasse plus 3, Widerstand gegen Schaden plus 5. S plus 7, warte mal. Hä? Ist auf jeden Fall besser als meins. Nein. Geil. Dann kann ich die jetzt, Wie darf ich euch behilflich sein? Dir geben, oder? Hast du irgendwelche Handschuhe an? Du hast Handschuhe an, okay. Hast du Handschuhe? Du hast keine Handschuhe, dann kriegst du die Handschuhe. Du läufst halt mit irgendwelchen anderen lustigen Handschuhen rum, ist doch super. Ja, hat sich auch wieder gelohnt. Mein, ein freundliches Wort zur rechten Zeit. Bringt viel Glück und erspart Leid. Oh Gott, war das furchtbar. Aber es stimmt. Du bist ein Erfinder, ein Erfinder! F7, hast du eine Revolverkammer? Nee, anders. Handeln wir ein bisschen. Du hast bestimmt, hast du nicht. Also ist sehr schade. Was kosten die Granate? Die willst du nicht haben. Huh. Du hast irgendwelchen Krimskrams, das ist alles ganz nett. Kann ich aber gerade nicht gebrauchen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob der feine Herr hier... ob der Granaten kauft. Kaufst du Granaten? Nein, die kaufst du nicht. Das ist sehr unangenehm. Aber die Tanzernadel, die verkauft auch keine Granaten. Mit Sicherheit nicht, aber vielleicht ist das ja hier Mrs. Name vergessen. Ja? Also liebes Butter auf jeden Fall. Die war doch hier in der Nähe, am besten Willen. Die war doch nicht in Tarant. War die hier? Ich sehe mich schon wieder quer durch den ganzen Ort hirschen und will die Dame suchen. Du bist keine Dame. Du bist Grünwald.
Seid gegrüßt, habt ihr wohl im Moment Zeit? Was tut ihr hier, Grünwald? Achso, du bist der Apotheker. Gut, dann gehe ich jetzt. Ja, ja, und ich höre wieder ein Flugzeug unauffällig über diese kleine Stadt fliegen. Oh, das sieht aber edel aus. Wirklich, das Vergnügen ist auf meiner Seite. Okay, darf ich dir eine Frage stellen? Habt ihr irgendwas Interessantes gehört? Kennt ihr schon Kiezel Pierce? Ich habe gehört, dass er der beste Bogenschütze von ganz Arcanum sein soll. Okay, wie mit der Kiezel heißt, der muss sich ja irgendwie sonst verdingen, weil wahrscheinlich auf dem Schulhof geärgert wird. Hieß die Frau Mrs. Cunningham? Kann das sein? Seine Mutter hieß die Cunningham? Hier ist auf jeden Fall nicht drin. Die war doch hier irgendwo. Wäre es nicht günstig, wenn man hier irgendwie auf den Karten Namen eintragen könnte? Das wäre echt ganz praktisch. Das würde normalerweise zu so einem alten Rollenspiel eigentlich passen, genau genommen. Wer bist du? Da bist du, Mrs. Cameron! Jawohl! Wie schön, euch kennenzulernen, gute Frau. Bla bla bla. Ich habe Neuigkeiten von Liam, Mrs. Cameron. Was für Neuigkeiten? Wo ist der? Ja, es tut mir leid. Er wurde von einer der Bestien getötet, die im Wald ihr Unwesen treiben. Nein! Sie stößt einen langen, gellenden Schrei aus, den ich jetzt nicht in dieses Mikro brüllen werde. Mein Sohn, sie schluchzt in ihre Schürze. Ich bin ganz allein, ich habe niemanden mehr. Niemanden! Er starb beim Versuch, die Bestien aufzuhalten. Er war ein Held. Aber sie haben ihn getötet und sind immer noch frei. Schluchzt, er ist umsonst gestorben. Nein, nein, werte Dame, ich habe dir das Portal geschlossen. Nein, nicht umsonst. Seine Erfindung hat mir ermöglicht, die Bestien aufzuhalten. Oh, 88 freue ich, mein Gott, die... okay. Wirklich? Schluchz. Er ist nicht umsonst gestorben? Ohne euren Sohn wäre diese Stadt von Bestien überrannt worden. Ich werde ihn ja so vermissen, aber wenigstens hat er, wenigstens ist er nicht umsonst gestorben. Hier, ich habe sein Tagebuch in der Werkstatt gefunden. Er wollte, dass sie es bekommen. Sie drückt es fest an sich. Danke, danke, dass ihr der Gefahr getrotzt habt, um mir das zu bringen. Hier, nehmt diesen Hut als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Das war, eine von Liams ersten Erfindungen. Okay, vielen Dank, euer Verlust hat mir sehr leid, lebt wohl. Ein Hut. Ein Hut der magnetischen Umkehrung. Widerstand gegen Schaden plus 20. Veränderung der Panzerstange plus 0%. Guck gleich mal die Rüstungswert an. Ein Zwerg mit Zylinder. Ich wiederhole ganz kurz. Ein Zwerg mit Zylinder und im Anzug. Dieses Spiel ist mit Sicherheit eines der geilsten Spiele der Welt. Von daher freue ich mich gerade wie Sau. Hervorragend, hervorragend. Ich habe einen Hut der magnetischen Umkehrung. Das ist etwas, was ich irgendwie später mal haben wollte im Spiel. Ich bin jetzt wesentlich besser gerüstet als vorher. Wie geil ist das denn bitte? Ja, wie gesagt, wollte ich unbedingt mal haben. Ich muss kurz mal gucken, wo das normalerweise wäre. C. Normalerweise, wo könnte man das denn bauen? Bei Elektrizität, glaube ich. Hut der magnetischen Umkehr. Guck mal, das kann ich erst in vier, also ich müsste noch vier weitere Punkte mindestens ausgeben, um da hinzukommen. Plus mein Intelligenzwert auf 15 erhöhen. Das ist ganz schön geil. Huiuiuiuiui. Okay, ist aber schlagartig dunkel geworden, kann das sein. Was kann ich eigentlich mit diesem Elektrolicht? Habe ich gerade hergestellt. Mit mindestens Intelligenz 8 kann ich schon machen. Okay. Dieser Ring verleiht seinem Träger schnellere Reflexe und mehr Kraft. Das ist ja geil. Dafür brauche ich einen Kupferring und Kondensator. So, einen Kupferring müsste ich doch irgendwie haben, oder? Ich hätte bestimmt schon irgendwelche Ringe hier. Freunde, was wünscht ihr von mir? Zeigt doch mal eure Finger her. Nein. 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 Habe ich nicht mehr irgendwann einen Kupferring gehabt? Vielleicht sollten wir mal... Dieser Hut ist so geil. Aber schade, dass er nicht dargestellt wird. Es wäre so geil, wenn er dargestellt werden würde. Hallo, junger Erfinder. Hast du einen Kupferring? Bla, ich hätte gern... Nein. Ach, du bist Grünwald. Du bist kein Erfinder. Du bist der Erfinder. Ab in die nächste unverschlossene Eisentür. Na komm. Hallo. Handel. Kupferring hast du nicht. Hast du Kondensator? Und wie sieht ein Kondensator eigentlich aus? Kompass? Kleine elektrische Teile, das ist ja sehr genau. Elektrische Spule. Salpeter. Ein großer Kondensator. Und ein Kondensator. Den hätte ich ganz gerne mal gekauft schon mal. Einen Kupferring werde ich bestimmt auch noch irgendwo finden. Irgendeinen Gewischtwarenhändler oder sowas. Ach, warte mal. Ich will ganz kurz noch mit Dingens reden. Mit Magnus. Wie darf ich euch behelfen? Indem ihr mal die Ware zeigt. Das rostige Schwert hätte ich ganz gerne mal. Genau. Diesen rostigen Dolch hätte ich ganz gerne mal.
Und diesen komischen Hammer nehme ich auch gleich mit, wenn er nur 6 Felder einnimmt. Nimmt aber nicht, er nimmt 8 Felder an. Ich hasse dich. Natürlich nicht, hasse ich dich. Aber, ach, diesen kann ich auch noch verkaufen, wenn das irgendwie geht. Hat jemand noch irgendwelchen Krimskrams, den kein Mensch braucht? Ja. Obwohl, eindeutig kann ich ja durchaus behalten, für den Fall, dass mal irgendwas schief geht, was bei mir gerne mal der Fall ist. Obwohl ich ja mittlerweile mein Geschick erhöht habe, sodass ich nicht mehr ganz so viele kritische Patzer mache. Das ist ganz günstig. Ja, gut, das soll reichen. Hallo, junger Schmied. Ich möchte, dass ihr viel Krempel kauft. Tauschhandel, genau. Du möchtest bestimmt dieses verdammt tolle, rostige Schwert haben, oder das willst du auch nicht, das willst du auch nicht, das willst du auch nicht. Du willst eigentlich gar nichts davon haben. Hier, nimm diesen edlen Dolch. Nee, den behalte ich auch. Ja, dann, dass wir drüber gesprochen haben. Vielleicht finde ich irgendwo noch einen Schrotthändler, der mir irgendwas abnimmt. Die tanzende Nadel möchte natürlich nichts kaufen. Hier konnte man, glaube ich, auch, nee, konnte man übernachten. Es gab da noch irgendwo einen Gemischtwarenhändler oder sowas. Das ist Magie. Magie will doch keiner haben. Was hier mal kurz zur Frage führt. Was hat es eigentlich mit diesen ganzen Goldbarren aus? Ich muss ja noch irgendwie 5 Goldbarren hier abholen. Und wie wäre es mit einem Tauschgeschäft? Du verkaufst, achso, du verkaufst ja nur magischen Krimskrams, den ich mal so gar nicht habe. Deswegen ist meine Anwesenheit hier eigentlich auch ziemlich sinnlos. War hier unten noch was? Hier unten war noch was, aber mit Sicherheit kein Geschäft. Ach, da oben war... Ach, stimmt, das ging doch da weiter hoch. Mein Gott. Gehen wir gleich mal da hoch. Bestimmt findet sich doch irgendjemand, der mir die 5 Goldbarren gibt oder mir zumindest eine Aussage dafür gibt, wo ich diese 5 Goldbarren denn so herbekommen könnte oder irgendwas davon nennt. Das wäre ganz günstig. Ich sehe aber gerade, dass ich auch langsam mal Schnitt machen sollte. Die Folge ist ja doch schon etwas länger. Dennoch habe ich noch keine Lust dazu, offen gestanden. Weil es mir gerade so viel Spaß macht. Quartier des Captains. Hallo, Captain. Handel. Was hast denn du für Kram? Du hast ja alles Mögliche. Verkaufst du auch, willst du auch rostigen Kram haben? So, hier. Brauchst du alles nicht. Hast du aber einen Kupferring. Du hast auf jeden Fall 240 Kugeln. Und du heißt... Wie heißt denn du? Angestellter des Ladens. Ach, danke. Ja, wie auch immer, 240 reichen wir schon mal auf in Blackroot übrigens. Blackroot. Aber das Geld, mir das zu kaufen, habe ich mit Sicherheit gerade nicht. Aha. Du hast ja allen möglichen Kram. Du kaufst Kohle, okay. Schlüsselring hast du wieder. Wer bist du? Wie heißt du? Angestellter des Ladens. Okay, Quartier des Captains. Schreibe ich mal auf. Quartier des Captains. Sehr schön. So. Jetzt, wo wir dieses hervorragende Quartier kurz besucht haben, gehen wir kurz mal drüben lang. Also für ungeduldig ist dieses Spiel nichts, kann ich gleich schon mal sagen. Fahrkartenverkäuferin. Achso, hier ist der Bahnhof. Welche Art von Heilung wünscht ihr? Am besten gar keine, weil ich mittlerweile so technisch bin, vor allem durch meinen Zylinder, dass du wahrscheinlich dich selber töten würdest oder wahrscheinlich auch mich. Wenn du mir versuchen würdest, mich zu heilen, kannst du hier rein? Nein, kannst du nicht. Und hier ist noch ein kriegsgeräumige Muschel da, was auch immer. Ganz ehrlich, wir machen uns einfach mal in der nächsten Folge weiter, suchen vielleicht noch einen Gemischtwarenhändler für einen Kupferring. Ich bin mir absolut sicher, dass ich irgendwo einen Kupferring finde, also das mit absoluter Sicherheit. Ich finde es mal in jedem Spiel, in jedem Händler eigentlich normalerweise so ein Mist. Aber egal, wir sehen uns gleich wieder. Bis denn dann. Am besten